Die größte Metropole der Welt. 40 Millionen Menschen leben auf schwankendem Grund. Bedroht von einer heimtückischen Katastrophe. Dem Megabeben. Drei Wissenschaftler analysieren die Fakten. Bis zu 100.000 Erdbeben in Japan pro Jahr, wie man sehen kann. Alles kommt zusammen. Sind die Straßen der Großstadt eine tödliche Falle? Wo liegt das Gefahrenpotenzial? Können die Wolkenkratzer gewaltigen Erdbewegungen widerstehen? Die Forscher sind auf der Spur einer Gefahr, die tief unter der Erde schläft und schon morgen aufwachen kann. Am späten Nachmittag hat das Erdbeben zugeschlagen. Viele waren gerade auf den Straßen der Stadt unterwegs. Auch Stunden danach lässt sich das Ausmaß der Katastrophe nur erahnen. Von Tausenden Toten ist die Rede. Zahllose Verletzte müssen aus den Trümmern zusammengestürzter Häuser geborgen werden. Fast alle Zufahrtswege in die zerstörten Stadtbezirke sind versperrt. Rauchschwaden der auflodernden Feuer machen das Atmen schwer. Im Chaos verlieren viele die Orientierung. Familien werden getrennt. Hunderttausende von Menschen sind obdachlos geworden. Ein mögliches Szenario, wie es schon morgen stattfinden könnte. Ist es realistisch? Tokio ist die größte Stadt der Welt. Modern, grenzenlos und unüberschaubar. Wohl nirgendwo stehen so viele Gebäude so dicht beieinander. In diesen Straßen leben 37 Millionen Menschen. Es ist eng, unbebaute Flächen gibt es kaum. Man hat sich mit der Situation arrangiert. Die wenigsten leben in der City. Millionen Pendler drängen morgens in die Stadt und abends wieder hinaus. Doch die Enge des endlosen Häusermeers birgt große Risiken. Und die Menschen leben mit der Gefahr, die unter der lärmenden Metropole lauert. ...9000 Kilometer westlich. Kiel. Sitz des IFM Geomar. Hier erforschen Wissenschaftler Veränderungen unseres Planeten und deren Auswirkungen. Die sogenannte Lithothek ist der Ausgangspunkt für weltweite Forschungsreisen. Hier lagern Hightech-Instrumente und geologische Fundstücke aus allen Teilen der Erde. Drei Wissenschaftler haben sich hier zusammengefunden. Sie gehen der Frage nach, wie groß die Risiken und Gefahren für die größte Stadt der Welt sind. 30 Millionen Menschen auf schwankendem Grund. Ist das der Stoff, aus dem Megadesaster entstehen? Mojib Latif leitet die Untersuchung. Der Klimaforscher ist einer der renommiertesten deutschen Wissenschaftler. Eine moderne Metropole, in der Millionen bedroht sind. Wolf Dombrowski, der Risikomanager, hat große Erfahrung mit Katastrophenszenarien in Erdbebengebieten. Das bedeutet, dass viele junge Japaner damit rechnen, das Megabeben zu erleben. Der Geologe Colin Devey untersucht Hintergründe und Ursachen für eine mögliche Katastrophe. Gemeinsam analysieren die drei die Spuren aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Aus dem Weltall erscheint die Erde ruhig. Aber die Kontinente, die Meere, befinden sich in langsamem, stetigem Wandel. Und etwas gibt es nach 4 Milliarden Jahren Erdgeschichte erst seit kurzem. Zentren der Zivilisation, die den unbändigen Naturgewalten ausgeliefert sind. Smog über der City. So sieht Tokio im Sommer aus. Fast jeden Tag. Unter der Dunstglocke bewegen sich bis zu 50.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Vor allem zu den Geschäftszeiten sind die Straßen und Häuser voll. Gewohnt wird hier aber nicht. Das ist zu teuer.
Wenige Kilometer vom Zentrum entfernt liegen die Wohnviertel. Arakawa, einer der traditionellen Stadtteile. 6 Millionen Menschen wohnen in solchen Bezirken. Den Glamour der City findet man hier nicht. Es geht ruhiger zu. Viele ältere Menschen leben hier. Ein Paradies für Fahrradfahrer. Tsuneo Katayama ist Stadtplaner. Er sagt, diese alten Bezirke sind nicht erdbebensicher. Er kennt diese Gegend sehr gut, ihre Nachteile, aber auch ihre Attraktivität. Dies ist immer noch ein Ort, an dem viele Menschen gerne leben. Natürlich wollen auch viele Menschen in einem modernen Apartmenthaus leben, aber hier gibt es etwas, was es dort nicht gibt. Echte Nachbarschaft. Diese Art Nachbarschaft dokumentiert sich vor allem in der Enge. Vorgärten findet man hier nicht. Eine Architektur, die in Japan Tradition hat. Dieses kleine Haus war ein typisches japanisches Restaurant, eine Art Kneipe. Das Haus besteht aus verschiedenen Materialien. Es sieht so aus, als wäre hinter der verputzten Fassade Stein und Metall. Doch dahinter ist das Haus aus Holz gebaut. Typischerweise lebt hinter einer solchen Fassade eine Kleinfamilie. So wie Sushi-Koch Akiro, seine Frau Yoko und seine Tochter Fuyuko. An das Leben mit der Erdbebengefahr sind sie gewöhnt. Dies ist eine fast alltägliche Situation, der man meist nur wenig Beachtung schenkt. Im japanischen Erdbebenüberwachungszentrum hingegen werden Erschütterungen wie diese auf Dutzenden von Monitoren beobachtet. Fast 15 Sekunden haben die Erdstöße gedauert. Und nach einer Minute wissen die Geologen mehr. Die Seismographen übermitteln Magnitude 3,2. Entwarnung. Gefährlicher wird es erst bei solchen Ausschlägen, wie am 23. Juli 2005. Erdbebenstärke 5,7. 6 Geologen stehen ständig in Bereitschaft. Sie beobachten, analysieren und diskutieren. Jede Erdbewegung in Japan kann potenziell zum Auslöser einer Katastrophe werden. Die bunten Kugeln stellen Hypozentren dar. Jede Kugel ist der Ausgangspunkt eines Erdbebens. Sie reichen bis 700 Kilometer in die Tiefe. Es ist die Erdbebenbilanz eines Jahres. Es gibt also Hotspots, was tektonische Aktivität angeht. Wir haben sehr viele Erdbeben in Japan. Tokio ist eine Megacity mit Millionen von Menschen, die dort leben. Insofern kommen beide Faktoren zusammen. Aber was macht denn ein Beben eigentlich dann wirklich zu einem Megabeben? Man hat 2 Arten, ein Beben einzuschätzen. Der eine ist die Magnitude, das ist die Richterskala, das kennen wir alle. Die andere ist die Intensität, das ist eher das, was die Menschen fühlen. Ja, kann man das nochmal an einem Beispiel verdeutlichen, diesen Unterschied zwischen Magnitude und Intensität? Ein sehr gutes Beispiel sind Silvesterknalle. Wenn man sich 2 gleich große Silvesterknalle sich vorstellt, man nimmt einen, stellt es neben einen und der andere hinter ein Gebäude irgendwo. Wenn sie angezündet werden, lassen sie beide die gleiche Menge von Energie frei. Nur dieser Knaller neben meinem Fuß ist für mich eine viel intensive Erfahrung. Also die Intensität ist viel größer von diesem hier. Ja, es hängt also davon ab, wo das Beben stattfindet. Vielleicht können wir uns das nochmal an einem Stein etwas genauer angucken. Ja, gerne. So, stellen wir uns vor, hier oben wäre Tokio und hier unten ein Querschnitt durch die Erde. Wenn wir 2 Beben haben, einen hier unten und einen etwas flacher hier, obwohl meinetwegen diese hier unten stärker ist, ist für Tokio diese Beben normalerweise viel wichtiger, weil er viel dichter dran ist. So dicht dran wie am 1. September 1923. Es ist 11.58 Uhr. In Tokio bereiten sich die Menschen gerade auf das Mittagessen vor, als die Uhren stehen bleiben. Das Beben kommt überraschend und schlägt mit unfassbarer Härte zu. Ganze 4 Minuten halten die Erdstöße an. Danach folgt der Ausnahmezustand. Tagelang brennen Hunderttausende von Holzhäusern im gewaltigsten Feuer, das die Stadt je erlebt hat.
Die Journalisten werden später von schwarzen Rauchwolken berichten, die noch in 100 Kilometer Entfernung zu sehen waren. Mehr als 100.000 Menschen fallen den Flammen zum Opfer. Eine der schlimmsten Katastrophen, die die Menschheit je erlebt hat. Tokio zog seine Lehren. Neu gebaute Häuser sollen nun feuerfest sein. Breite Straßen dienen heute vor allem als Brandschneisen. So soll bei einem erneuten Beben das Übergreifen der Flammen auf angrenzende Stadtbezirke verhindert werden.